Hallo, willkommen zurück zu Factorio. Wir wollten ja jetzt nochmal unser Kraftwerk ein bisschen erweitern. Dafür muss ich allerdings erstmal hier ein bisschen Platz machen. Zum Beispiel den Rotz hier weg, den ich nicht mehr brauche. Das Ding brauche ich auch nicht mehr. Den brauche ich auch nicht. Ja, nee, brauche ich nicht. Den brauchen wir auch nicht. Und das Ding hier brauchen wir eigentlich auch nicht. So, dann brauchen wir einen davon. Mal sechs davon. Mal fünf davon. Lass doch mal Ding mal hier hin. Ich gucke, wie der am besten passt natürlich. Wieso geht er denn nicht im Wasser? Achso. Muss natürlich gucken, wie das hier hinpasst. Drei, vier, fünf. Hallo, also sechs. Dann können wir die da hinsetzen. Eins, zwei, drei. Jetzt passt halt nicht wegen den Dingen hier. Eben abreißen. So. Und den dahin. Muss ich wohl eben ein Ding mehr verbinden. Es ging hier nämlich kein Strom. So, dann muss ich natürlich auch gucken, dass ich hier die Ärmchen hinkriege. Und dafür brauchen wir erstmal die Straßen dahin. Da kommt ein Arm hin. Ja, das ist natürlich super. Krieg ich den gar nicht angeschlossen. Mach mal den wieder weg. Bauen wir den oben hin. Machen wir das so. Da geht nämlich auch. So, und dann bauen wir einfach das Ding hier oben hin. Machen dann noch eine Verbindung. Wollen wir die Rohre? Ein paar Röhrkes. Ich hoffe, ich nicht verbinden kann, weil der Strom aus dem Weg steht. Sehr toll. So. Passt doch. So, dann können wir den. Am besten hier so hinziehen. Dann mal eben ein Verbindungsstück da oben hin. Am besten so. Und dann können wir den hier runterziehen. So natürlich nicht. Sonst kommt da auch kein Ding hin. Keine Kohle an. Ja, das sollten eigentlich die Geschütztürme mal eben regeln. Wenn da denn welche stehen. Müssten eigentlich. Ja, es wird schwächer. Gut. So, dann brauchen wir hiervon 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die brauchen gleich auch noch Strom. So. Zack, dann läuft das. Muss man jetzt eigentlich genug Strom haben wieder. Wie viel haben wir denn? 2,8 Megawatt. Produktion haben wir jetzt 2,6. Ich habe 93 von den Dingern gebaut, die haben 138 Kilowatt. Na gut, das sollte dann eigentlich, wenn ich das halt rundherum aufbaue mit den ganzen Armen, eigentlich ausreichen. So, dann gucken wir mal, ob wir ein Türmchen fertig haben.
Ja, 22 Stück. Besser als nichts. Ein paar Fließbänder nehmen wir auch noch mit. Was machen die Wände? Sind die auch fertig? Weiß nicht, wie viel ich noch haben muss, aber nehmen wir mal ein paar mit. Ich weiß nicht, wie weit ich jetzt gekommen bin. Mit der Doppelwand. Müssen wir mal gucken. Also unten rum war, glaube ich, fertig. Nur oben rum, glaube ich, noch nicht. Hier. Ziehen wir direkt mal weiter. Wahrscheinlich reicht hat noch nicht. Wie ich gesagt habe. Das reicht noch nicht. Aber wir können zumindest schon mal hingehen und hier ein paar Geschütztürme hinbauen. Zwei. Hallo. Muss mich so erschrecken. So, die brauchen wir auch noch. Direkt forschen. Ich hatte übrigens davor Ölraffinerien geforscht. Weil die werden wir ja auch noch brauchen. Sollte langen. Mal hier gucken, wer dir so passt. Das passt nicht hier. Muss ich nachher mal gucken. Muss erstmal sehen, dass ich hier Dinger hingesetzt krieg. Irgendwie. So, wo sind wir denn gestoppt? Hier. Immer in Zweierabschritten. Ja, ihr habt bald fertig angegriffen hier. Wenn ich hier mal fertig bin, dann ist Feierabend. Ja, geht doch. Sind es auf jeden Fall nicht durchgekommen. So, und da könnten wir eigentlich schon mal hingehen. Jetzt ist das schon wieder fertig. Geht ja schnell. Brauchen wir denn noch? Fortgeschrittene Materialverarbeitung ist eigentlich auch ganz gut. Aber ich glaube, erstmal sollten wir hingehen und Flüssigkeitsbehandlung machen. Oder? Ne, erstmal Schwefel. Brauche ich nämlich für Batterien später. Also für die blauen Flaschen natürlich. Sonst passt das nämlich nicht. Oder reicht nicht. So, ich nehme schon mal ein paar Ärmchen mit. 100 Stück. Werden wir garantiert brauchen. Ah, 5. Nicht besonders viel, aber naja. Sollte erstmal reichen. So, da können wir hier hingehen. Und die Bahn hier lang ziehen. Schön nach oben. Ja, sind ein paar. Aber okay, man muss ja Schutz haben. Wir können nachher noch hingehen, wenn man zum Beispiel, ups, war ja richtig, noch mehr Platz brauchen, eine Tür durchmachen und hier die Fließbänder hier ableiten lassen. Und dann unterirdisch oder sowas. Das sollte kein Problem sein. Ja, super, so ein Baum im Weg. Weg damit. Noch ein Baum im Weg.
Doch noch einer am Weg. Aber der geht noch. War das denn? So. Bis dahin hätten wir jetzt schon mal. Also Holz haben wir auch noch ein bisschen rumliegen. Hier haben wir noch Kupfer. So, was wollen wir den Weg nach unten machen? Da kommt schon wieder Material an. Sehr schön. Und dann können wir gleich nach oben laufen und die ganzen Ärmchen da hinstellen. Die hat automatisch den ganzen Kram beladen da. Dann haben wir davor auch Ruhe. Am Räuchern nicht mehr machen. Dann machen wir nämlich die Maschinen hier. Beziehungsweise die ganzen MGs, die ich hier hinpflanze. Nur zwischendurch mal gucken, falls die doch mal vielleicht durchkommen sollten. Ist ja dann doch nicht so toll dann, wenn man dann alles hier aufgebaut hat und dann fressen sie sich doch hier durch. Weil die dann mit irgendwelchen Spukern ankommen oder sowas. Das wollen wir ja nicht. So. Ach ja, Strom brauchen die auch noch. Ein bisschen Strom. So, ab nach oben. Hier waren auch noch ein paar. Habe ich mir noch keine 100 Stück davon aufgebaut. Also, kann ich mir nicht vorstellen. Ab nach oben damit. Hallo. So, hätten wir das. So, dann ziehen wir hier mal ein Drähtchen rüber. Oder 5 oder 20. So, da können die nachladen. Ich glaube, die laden maximal 10 Stück nach oder sowas. Aber irgendwann sind sie auch mal voll. Da muss ich natürlich gucken. Mache ich das erstmal hier außen hin. Weil ich da ja noch keine Türme stehen habe. So, und hier kann er wieder hier zwischen. Ja, super. So, können die da auch nachladen? Muss ja nur zwischendurch noch hingehen und die restlichen Arme hinbauen und die Geschütztürme, die mir dann noch fehlen, natürlich. So. Dann geht's hier weiter. Ups. Oh. Hat nur 4 Stück? Warum? Oh, kein Holz mehr. Okay. Sollte aber reichen hier für die paar. So. Außer der hat kein Strom. Zumindest noch nicht. Aber kommt noch.
kriegen wir noch alles hin. Du hast keine Kohle mehr drin. Nur noch 24. Na, reicht auch erstmal. Und da können wir schon fast hingehen und uns dem Erdöl widmen. Damit wir da nämlich auch mal was zusammenkriegen. Kurz das Feld schon mal angucken. Und da muss ich auch noch eine Mauer drum ziehen. Aber wie man sieht, ne? Ich habe hier oben ja noch das Kohlefeld. Eieiei. Hab ich fast vergessen. Ja, hier muss ich auf jeden Fall auch noch was machen. Am besten die Wand hier nochmal weiterziehen. Hier ist noch Eisen. Ja, dann sollte ich normalerweise hingehen und das hier hochbauen. Dafür brauche ich Steine. Also Mauerbau ist noch nicht abgeschlossen. Ja, die sollten jetzt eigentlich da keine Chance haben durchzukommen. Da ja hier Geschütztürme sind. Wo ein paar noch keine Munition haben. Warum nicht? Kommt er da nicht nach? Ja, da kommt schon noch nach. Irgendwo wird aber voll sein. Jetzt muss ich noch eine Apparatur neben machen. Ja, aber ich könnte ja auch noch hingehen und hier wird mir geballert. Ach da. Dreh vor der Nase. Könnte ja auch noch hingehen und hier die Türen auch noch mal ausbessern. Ja, gleich. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. So. Direkt mal austauschen. Kriegen wir hier mal Eisen produziert. So. Da kommt ja mehr Material an, was ganz gut ist. Weil so schnell sind die Arme ja auch nicht. Und da es ja noch mehr ankommt, sollte der Band eigentlich ruckzuck voll sein. Hoffe ich zumindest. Also wir können ja auch noch zwei daneben bauen. Dann haben wir sechs. Weil so ein bisschen wenig, wa? Mir fehlt Metall. Fehlt auch schon wieder Kohle. Da fehlt mir Metall, da fehlt mir Kohle. Immer wieder der gleiche. Hoppala. Ja, Hüsterchen. Weiß gar nicht wovon. So, jetzt brauche ich noch ein paar Arme. Ich habe ja sogar noch welche. Ja, sicher. Ich Idiot. Von den Waffendingern unten natürlich. Oh, ich habe kein Holz mehr. Muss Holz haben. Und schon wieder dunkel. Genauso wie bei Fallout letzte Zeit. Habe ich echt letzte Zeit immer dunkel, war bei Fallout. Also bei dem DLC. Sonne sehe ich da selten. Ich weiß gar nicht warum.
War ja nicht auch in der Nähe irgendwo mal ein Wald? Sollte ich vielleicht auch mal suchen gehen. Weil das ist auf Dauer nämlich auch nichts, weil da kommt ja nicht nach, das Holz. Und dann würde ich früher oder später sowieso weghacken hier. Weil das eh noch am Weg rumliegt. So, guck mal, der Band ist bis hier schon voll. Oh, ich stehe auch noch welche rum. Nehmen wir auch direkt mit. Hack, hack. Das ist ein Stein, den brauche ich nicht. Den kriege ich so eh nicht kaputt mit einer Pistole. Zumindest ein bisschen lästig. So, was machen wir unsere Mauern? 49. 48. Ich brauche Kohle. Wenn nicht sogar noch ein Update für Öfen. Machen wir direkt mal 3 Stück. Direkt Kohle holen. So. Naja, nicht die, diese hier. Direkt mal austauschen. So, hier Kohle drin. Und dann produzieren die auch schneller. Dann sollten sich die Steine also ruckzuck hochbewegen, so von der Geschwindigkeit her. Ach ja, hier. Genau, ich war ja hier besig. Hier ein bisschen. Da nochmal was. Dann noch hier ein paar Stromstrippen. So. Sollte jetzt aber besser sein. Vom Befühlen her. Guck mal, hier ist schon fast voll. Der hat noch gar keinen Strom. Aber jetzt hat er noch genug. Okay. Ja, dann würde ich sagen, warte für die Folge mal. Und da wollen wir mal gucken, dass wir in der nächsten Mal langsam mit Öl anfangen. Damit wir nämlich auch die blauen Flaschen machen können. Aber erstmal setze ich noch eine Forschung an. Die lasse ich auch nochmal eben laufen, dass die auch dann so fertig ist. Batterien. So, dann sag ich mal bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.